Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Episode von GTA 5, Leute. Heute werden wir uns das U-Boot kaufen und nicht wundern, wo wir hier gerade sind. Wir sind gerade in meiner Penthouse-Garage vom Casino. Und zwar habe ich jetzt mal schon die Vormission erledigt, also dass wir da mit diesen Typen im Club bringen mussten, habe ich jetzt mal schon erledigt. Und dann kaufen wir uns jetzt das U-Boot und gehen da gleich direkt hin, würde ich sagen. So, am besten, welche Farbe nehmen wir denn mal? Rot finde ich jetzt irgendwie nicht so geil. Was haben sie denn? Irgendwie nur so eine Kack-Kombo. Na gut, da finde ich Rot schon wieder am besten. Eine Flagge, natürlich muss da eine deutsche Flagge hin. Ja, natürlich. Wir machen mit allem Luxus, was es gibt, Leute. Ich habe hier eine Kohle, wie ihr da oben sehen könnt. 500 Millionen. Und. Ah ja, was ist denn das? Ach, ein Unterwasser. Oh. Ja, jetzt kostet uns das Ganze 9 Millionen, Leute. Ich hoffe, das lohnt sich dafür. Ist mir eigentlich auch recht egal, weil ich habe genug Kohle. Aber egal. G'day, Okay. boss. This is your captain speaking. Captain Brendan Darcy? You know, on your enormous. Ja, ist gut. Gut, Leute, dann gehen wir jetzt erstmal heraus, welchen Wagen nehmen wir denn am besten? Ich würde sagen, wir nehmen den hier. Keine Ahnung, was das für einer ist. Bestimmt irgendeiner, der über 1 Million kostet, weil die Ernstwagen, die da. So it begins. The funds are transferred. The paperwork is complete. And Ja, you okay. are the captain now. I am Helmsman Bothell, reporting for duty. Did someone mention subcoms with top-level operative for covert actions? Ist egal, so. Leute, jetzt müssen wir erstmal schauen, wo wir jetzt hin müssen. Für unser U-Boot. Wir sind uns denn einfach. Obwohl, da vorne ist es doch. Der ist doch unser. Ist die Frage, ob wir. Wir bräuchten da, glaube ich, ein Wasserfahrzeug. Tja, wir fahren da jetzt einfach mal hin. Dann schauen wir mal. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich da bin, Leute. Gut, Leute, wir sind jetzt da an dem Ort. Wir haben Glück, hier vorne sind zwei Jetskis. Dann können wir einfach zum U-Boot hinfahren. Oder ich glaube, das ist außerhalb unserer Reichweite. Könnte das sein? Ich glaube nämlich, ja, das ist nämlich nicht an der Oberfläche. Wir müssen vielleicht mal den Typen anrufen, der uns neu hinzugefügt wurde für diese Mission. Oder der uns generell neu hinzugefügt wurde. So, mal sehen, was der jetzt sagt. Kapitän, what can I do for you? Diese Freigabe, sobald du den heißt, abgeschafft hast. Ja. Apologies, Kapitän. Wir I gucken jetzt cannot. erstmal, ob wir da hinkommen. Ansonsten müssen wir zum. Ja, wo ist denn jetzt hier mein U-Boot? Ja, Leute, da ist es doch aufgetaucht. Guckt euch das Prachtexemplar an. Sowas findet man nicht alle Tage. So, wo komme ich jetzt hier? Ah, hier vorne komme ich doch rein. Komm, rein damit dir. Was? Wir gucken uns erstmal das ganze Spielzeug hier an, Leute. So. Was haben wir denn hier alles Schönes? Haben wir hier. Hier können wir das ganze Teil selber steuern, okay. Geht eigentlich sich recht leicht von der Hand. Also, man kann Torpedos abfeuern, das dauert aber eine gewisse Zeit lang. Hier kann man ausgucken, rundherum sieht man alles, okay. So. Und der guckt. Gucken wir uns. Also, da vorne kann man das Ganze steuern, Torpedos abfeuern, also kann man das Schiff bewegen, hat sich meine Sorge schon mal wieder nicht bestätigt. Ich vergesse immer E zu drücken und zum Auszustehen. Ich bin immer noch am Minecraft gewöhnt. Ist los, Leute. Natürlich wird auch noch anderer Content kommen. Es wird jetzt auch weiterhin Minecraft-Content kommen, aber auch sowas jetzt mal wie GTA. Überhaupt gar kein. Das werde ich jetzt öfters mal bringen, einfach. Weil mir GTA auch in letzter Zeit wieder ein bisschen mehr Spaß macht. Oh! Was ist denn das Schönes? Das ist. Oh! Das ist ja mal geil. Du hast einfach.
Runter mit dir, komm her, du LKW. Du kannst einfach damit über Landstreckenraketen machen. Ist ja auch mal geil. Aber es geht nur alle paar Minuten, wie es aussieht. So. Hier kannst du nach oben gucken, ist uns schon klar. Warte mal, da vorne war. Ah ne, gehen wir jetzt nochmal nach hinten schauen. Hier hinten ist. Hier ist anscheinend der Ausstieg. Und hier ist ein Helikopter drin und hier unten. Ach, ist unser Tauchteil drin. So. Wo ist denn der Typ, den wir jetzt anquatschen müssen, mit dem mal die Mission losgehen kann, Leute? Mit hier. Nein. Aber wir können jetzt unten. Ist hier noch ein Spielzeug drin? Bitte. Nein, hier ist nur der Maschinenraum. Wir müssen noch eins weiter runter. Das kann man eigentlich auch direkt mal ausprobieren, finde ich. Das ist so ein kleines Mini-U-Boot, oder? Jetzt werden wir ja runtergelassen. Ist ja mal geil, damit kannst du hier übelste Tiefsee-Erkundungen machen. Gucken wir mal ein bisschen. Ah, so kannst du das so steuern. Indem du deine Maus drückst. Ah, das ist ein bisschen schwer zu steuern, genauso wie Helikopter. Das hasse ich halt immer. Um unten zu bleiben, brauchst du da echt schon ein bisschen mehr Feingefühl, nicht so wie ich jetzt gerade. Können wir mal nach da vorne schauen. Also, man muss sagen, das Teil sieht schon nicht schlecht aus, aber ob das jetzt wirklich so notwendig ist, wage ich zu bezweifeln. So, und man, mit STRG kann man wieder untertauchen oder was. Aber du kannst damit wirklich die ganze GTA-Map mal von unten erkunden. Das ist jetzt, also die mussten ja wirklich die ganze Map denn bearbeiten mit kleinen Unterwasserdingern, dass du das dann auch machen kannst. Also, dass du denn hier wirklich auch richtig erkunden kannst. Sagt schon einiges aus, die haben sich echt Mühe gegeben. Also, das Spiel hat sich echt seit 2013 entwickelt. Seitdem es draußen ist und es ist immer noch im Hype, so mäßig. Oh. Also, es ist wirklich so, teils wie in echt, die Grafik ist natürlich noch, lässt noch ganz schön dolle zu wünschen übrig, aber ich sag mal so, Digga, so vom Dings her, wie das jetzt so gerade ist, ist das U-Boot schon recht geil. Also, ob man das jetzt braucht für 9 Millionen, naja, ich habe ja schon eh alles, dann ist es auch egal. Achso, wir haben sogar extra so eine Maske dafür aufbekommen. Ja, das hasse ich halt, du behältst sie jetzt erstmal wieder auf, obwohl das gar nicht so schlecht aussieht, muss man ehrlich sagen. Ich frage mich, ob du dagegen auch wirklich gegen Gas immun bist. Hier unten ist ein Pistolenraum. Was? Ach so. Hier kann man diese explosive Munition immer kaufen. Kann ich eigentlich ein bisschen was hier brauchen für meine Shotgun? Nee, für meine Sniper. Nee, nein, das ist nicht meine Sniper. Also ihr seht schon, meine Waffen sehen schon alle recht geil aus. Ihr seht schon, wie viel die Schüsse kosten, ja. Also wenn man damit auf jemanden schießt, explodiert das einfach direkt. Und hier unten ist der Torpedoraum. Oh, nicht schlecht. Jetzt habe ich irgendeine neue Waffe bekommen, so wie es aussieht. Gut, Leute, ich hoffe, euch hat dieses kleine Video zum neuen U-Boot in GTA gefallen. Nun ja, lasst gerne ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.